sagte, dass sich der Fokus der Märkte früher oder später von der Inflation zur Rezession verschieben wird. Und dieser Prozess ist jetzt voll im Gange, nachdem US-Großbanken unisono gestern gewarnt hatten, oh, da kommt eine Rezession, da kommt eine Rezession. Die Aktienmärkte gestern abverkauft. Wir hatten seit der Paul-Rede letzten Mittwoch keinen einzigen positiven Handelstag. Damals ging es ja mit der Paul-Rede nochmal nach oben, weil eben dieser Fokus auf Inflation und Zinsen und Pivot der Fed gelegen hat. Aber jetzt ist das Problem, wenn wir diesen Game-Changer haben, also diese Aktion, oder wie soll man sagen, aus dem Basketball ist das bekannt, wenn hier eine Aktion praktisch dazu führt, dass die ganze Spieldynamik sich ändert, das Momentum sich ändert. Und so sind wir jetzt dabei, dieses Momentum auch an den Aktienmärkten zu ändern, nämlich von diesem Fokus auf Fed, Inflation hinzu, was bedeutet eigentlich eine Rezession und wie hart wird diese Rezession werden. Und das kann dazu führen, dass wir selbst